Oh Leute, da sind wir wieder. Heute wieder mit einem Battlefield 1 Video. Im Hintergrund zu sehen ist ein Eroberungs-Gameplay. Das ist kurz zusammengefasst, wo ich mit der Mondragon gespielt habe. Ja, das ist eine Info. Ja, wollen wir wieder ein bisschen so erzählen halt so. Es ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Aber jetzt haben auch wir, die Konsolenspieler, auch mal die Chance, die CTE zu spielen halt. Um auch die DLCs auch vorzutesten halt. Und auch die neuen Waffen halt. Das ist natürlich, die CTE halt hier ist auch halt nur für Spieler, die halt auch, oh, die auch Premium haben. Also gerade jetzt nicht für jeden gedacht. Nur für Premium-Spieler. Ja, was wird halt gemacht? So, es werden halt die neuen Maps getestet und die neuen Waffen halt so. Und man kann gerne hier Verbesserungsvorschläge oder Änderungsvorschläge einwerfen dabei. Was ich halt bis jetzt noch nicht konnte, weil ich noch keine neue Waffe da gespielt habe. Auch irgendwie da kein anderer halt. Zurzeit, man spielt halt auch nur Eroberung, so wie ich es da jetzt mitgekriegt habe. Auf den Maps halt, etwa als Deutscher oder als Russe halt. Aber man hat noch nicht halt die neuen Waffen, so wir sehen, zur Verfügung gleich von Anfang an nicht. Man hat zwar alle anderen Waffen gleich von vornherein gleich drin, auch jetzt die, die man auch noch freischalten muss oder will, jetzt die noch Battlefield 1 so drin sind, wie die Martini Henry in der Sniper-Version oder die Hurt oder die Hellriege Defense halt. Die hat man da so schon frei. Und man hat auch alle Tarnungen und Pipapo halt so. Weil das Spiel ist zwar ein bisschen auf Englisch, man muss hier ein bisschen durchgucken, aber im Endeffekt, so jetzt, wenn ich jetzt so gespielt habe, ploppt da immer auch was an der Seite aufwärts, wenn ich jetzt ihn geheilt habe oder ihm versorgt habe mit Munition so. Und auch beim Nahkampf ploppt da was auf, was man denn da bekommt. Muss man dann schauen, jetzt wenn ich diese Aufgabe erfüllt habe, ob ich dann gleich alle oder ob ich dann dadurch dann die Waffen freischalte. Aber so wie ich es jetzt auch so gesehen habe halt, sind die anderen auch noch nicht mit den neuen Waffen so gesehen unterwegs. Vielleicht kommt da dann noch ein Update für uns, dass wir die dann bekommen. Oder es sind wohl doch diese Aufgaben, die eine Seite aufploppen, um diese Waffen halt frei zu schalten. Für die, die auf dem PC halt spielen, die CTE, die haben die Waffen natürlich schon, so wie ich es jetzt hier auf YouTube schon gesehen habe. Und das neue MG fetzt auf jeden Fall. Also viel Spaß dabei. Und da würde ich mich natürlich darüber freuen, diese Waffe halt frei zu spielen, weil die wird man bestimmt nicht gleich, wenn das jetzt hier halt rauskommt, nicht gleich haben, weil die muss man halt wie die anderen Waffen bestimmt auch frei spielen. Ja, das wollte ich mal halt so eben gesagt haben. Ne? Ganz knappe Angelegenheiten, ne? Na, wir wundern uns, ne? Siehst du, kriegen trotzdem noch. Trotz Veraiming. Ja, das wollte ich jetzt mal so kurz gesagt haben. Auf der Konsole ist die CTE verfügbar. Die neuen Waffen konnte ich bisher noch nicht spielen.
Ansonsten hättet ihr das schon gesehen. Oh. Und ansonsten hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dann auch ein Like da lassen. Und damit ihr keine Videos mehr verpasst, dann lasst doch ein Abo da. Oder aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. So. Das war's von mir und wir sehen uns.